Was geht, Leute, Danny hier. Willkommen zu einer Roblox Squid Game Story. Es gibt halt Geschichten in Roblox, die quasi so eine Geschichte erzählen. Und heute spielen wir eine Squid Game Geschichte. Davor haben wir die normalen Squid Game Spiele gespielt, die aber halt relativ normal waren. Und heute, wie gesagt, die Story. Und zu der Serie kann man eine extrem gute Roblox Story machen. Bevor wir anfangen, schlag den Like-Button blau. Abonnieren kostenlos und let's go. Oh, schaffe ich das noch? Ich glaube nicht. Obwohl, Nein, leider nicht. Okay, wir müssen warten hier. 50 Leute können mitmachen bei der Story. Ich glaube, das ist die Story mit den meisten Leuten, die mitmachen können. Wow, was ist für eine fette Truhe hier? Gruppenrewards. Shop gibt's hier. Damn, ja, okay. Lass uns einfach dahin gehen. Bevor die Zeit abläuft und ich es nicht mehr schaffe. Alter, was ist das hier? Sei wie Puppe. Oh, das kostet so viel. Ja, okay, ich mach's. Was soll's? Ich weiß nicht, was es genau bringt, aber bin ich jetzt die Puppe oder wie? Ich muss aber verstehen, was es genau heißt. Sag mir nicht, ich kann jetzt die Puppe sein und alle eliminieren. Ich bin ein bisschen gespannt, auch wenn ich jetzt nur Blackscreen habe gerade. Oh, ich bin aber hier gerade. Gut, wir sind aber noch nicht beim ersten Spiel, ne? Wir warten auf andere Spieler, bis die laden. Oh, da kommen die Soldaten rein. Okay, die Vierecke stehen vor den Dreiecken und die Dreiecke stehen vor den Kreisen. Und die Dreiecke sind die mit den Waffen meistens, auch wenn die hier keine Waffen haben. Aber ihr könnt sehen, hier ist der Viereckbock. Willkommen. Ihr werdet mitmachen bei allen 6 Spielen. Der Gewinner wird einen Preis bekommen. Es gibt kein Verlassen. Wie? Jetzt in der Serie war es so, dass man das noch verlassen konnte, okay? Wenn du ein Spiel failst, wirst du eliminiert. Ja, okay, wie kann ich die Puppe werden, bitte? Oh mein Gott, ich will das wissen. Ja, ich will das Puppe spielen. Ja, let's go. Oh mein Gott, ich meine, ich würde das auch gerne durchspielen, ohne die Puppe zu spielen. Aber jetzt will ich aber die Puppe spielen, okay? Oh mein Gott, wir sind die Puppe. Wie geil. Hallo, ich bin nicht die Puppe gerade. Wieso nicht? Oh. Und wie sieht es aus? Wieso bin ich hier? Ich bin der Einzige, der hier ist gerade. Ach, das Spiel wird erstmal erklärt. Danny Jessen wird die Puppe kontrollieren. Let's go. Ja, okay, das ist echt funny gerade. Wenn da irgendein Movement ist, dann werdet ihr eliminiert. Oh mein Gott, Red Light, Green Light. Ich kann jetzt klicken. Ach du Kacke, wie geil. Wir können sogar die Kamera ändern, wenn wir wollen. Okay, Red Light. Hallo? Wow, ich hab erwischt. Oh mein Gott. Wow, ich hab ein paar Leute erwischt. So. Sollen die laufen? Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Und jetzt. Und? Ja, ich hab erwischt. Sehr gut, okay. Green Light? Red Light. Ganz schnell. Oh mein Gott. Jetzt nochmal Green Light. Und jetzt nochmal ganz schnell Red Light. Ganz, ganz schnell. Ja! Ich hab ihn getötet. Die kommen nicht über die Story weiter. Oh mein Gott. Das Spiel ist geendet, weil ich so eine gute Puppe war. Was? Ich bin der Einzige, der noch lebt jetzt. Ja gut, was bringt mir das aber? Ich bin entweder der Einzige oder einer der Einzigen in der Lobby. Warte mal. Keiner lebt mehr. Ich hab jeden eliminiert. Steht da, dass 5 Leute noch am Leben sind, obwohl ich ihn getötet habe. Sind da wirklich noch 5 Leute am Leben? Kann doch gar nicht sein, oder? Die haben es noch nicht geschafft. Hier das ganze Geld. $21.000 wird hier gesammelt. Mach dich bereit für das nächste Spiel. Ey, das war so geil, ne, die Puppe zu sein in Squid Game. Aber warte mal, warte mal. Ich glaube, ich werde tatsächlich nochmal in eine neue Lobby gehen, weil ich würde gerne mit anderen spielen, okay? Diesmal würde ich dann auch nicht die Puppe sein, weil, naja, ich bin anscheinend so eine gute Puppe, dass keiner es lebendig ans Ziel schafft. Ich bin einzig, okay, ich lasse mich nicht spoilern. Wir gehen das mal zurück. Okay, ich frage mich aber gerade, wenn 2 Leute das kaufen, wer ist dann quasi die Puppe? Ich glaube, dann wird es aus Zufall entschieden. Okay, aber so viele kaufen das nicht. Das ist das Gute. Okay, wir machen das selber jetzt nochmal, nur dass ich diesmal nicht die Puppe werde, sondern ganz normal das Spiel spielen werde und hoffe, dass ein paar mehr Leute überleben, okay? Weil wenn alle sterben, dann ist es echt lame. Aber ich war halt auch ganz schön gemein, ne, mit meinen Moves, die ich da parat hatte. Warte, man kann auch so einer werden, oder wie? Ja! Ich glaube, dass entweder, ich weiß nicht, was nur das Aussehen ist oder was genau das ist, aber auch man kann sprinten noch und brauche ich aber nicht unbedingt. Okay, hier sind jetzt 44, fast 50 Leute. Alter, jetzt geht's ab. Eigentlich könnte man sagen, das ist so ähnlich wie die anderen Squid Game Spiele, aber es ist halt trotzdem eine Story, okay? Hier reden die mehr und so weiter und so fort. Also, habe ich noch nie gespielt. Und so bekannt ist es auch noch nicht. Aber ganz ehrlich, es könnte einer der besten Squid Game Spiele sein, die ich bis jetzt gespielt habe in Roblox. Nein, diesmal werde ich nicht als Puppe spielen. Wir werden keine Puppe diesmal sein. Okay, jeder sollte wissen, wie das hier funktioniert. Wir müssen dann einfach bei rotem Licht dürfen uns nicht bewegen, bei grünem Licht dürfen uns bewegen. Und ich glaube, die Puppe wird diesmal von keinem Spieler gespielt. Und die sieht echt weird aus, die Puppe. Aber die sieht halt so aus wie in der Serie. Das ist witzig, weil die anderen haben sich das nicht getraut, die zu nehmen wegen. Die hatten Angst, dass Squid Game irgendwie copyrighted oder so. Ich weiß gar nicht, ob Squid Game das tut. Also bis jetzt haben die das, ich glaube, nicht gemacht. Die sind da relativ chillig. Lass die Spiele beginnen. Und hier kann man auch nicht schubsen. Aber okay, auf geht's. Grünes Licht. Ah, deswegen kamen die da nicht klar, weil hier war das nicht mit dem Sound, sondern ich hatte die Puppe gesteuert. Das heißt, sie hat nicht gesungen. Okay, ziehen wir rein. Hier singt sie wieder. Seht ihr das?
Okay, sehr schön. Trotzdem sterben ein paar Leute, keine Ahnung, wie die das schaffen, aber die haben wahrscheinlich keinen Sound. Ja, die spielen wahrscheinlich ohne Geräusche. Wenn man eigentlich hinhört, ich könnte eigentlich Augen schließen und einfach gewinnen, okay, indem ich meine Augen schließe. Sind das sterben Leute? Ich check das nicht. Ja, die spielen das wahrscheinlich auf dem Handy ohne Sound oder sowas. Mich würde mal interessieren, ob wenn ich rauszoome, ob ich dann auch bei einer Insel bin. Weil bei der Serie war es so, dass man eher auf der Insel sich befindet, okay? Irgendwo im Nirgendwo. Mich würde interessieren, ob das hier auch so ist. Ob die auf das Detail geachtet haben. Wahrscheinlich aber nicht, ob man es nicht erfahren kann. Obwohl, wenn ich mal an die Seite gehe oder so, könnte ich bestimmt so durch die Wand gucken oder sowas. Okay, und wir haben es geschafft. Oh, das ist ein Spiel, wo man nicht auf den Baum klettern kann. Kann man auf die Puppe klettern? Ja, auf die Puppe kann man klettern, okay. Oh mein Gott, ich stehe auf der Puppe drauf gerade. Okay, das ist funny. Oh, das wird hier auch geschlossen. Kongratulation, ihr habt es geschafft. Wie in der Serie, wie geil. Okay, jetzt geht es ins zweite Spiel. Und jetzt werden wir erstmal sehen, wie viel Geld sich gesammelt hat. Es sieht auch voll geil aus, wie das hier einfach reingeht, das ganze Geld. Ganz wie in der Serie. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Keks-Level hier bei diesem Spiel sein wird. Würde mich mal interessieren. Das Ding ist, jetzt kommen halt die richtig guten Spiele raus, weil die Leute, die am Anfang das Spiel rausgebracht haben, die haben es auf die Schnelle gemacht, okay? Und jetzt ist einige Zeit vergangen. Squid Game ist immer noch populär. Und die haben jetzt länger Zeit für die Level. Das heißt, die Level, die wir meistens jetzt sehen werden, die werden wahrscheinlich besser sein, weil sie einfach länger Zeit für die Spiele hatten. Mehr Details, mehr Sauberkeit, alle 6 Spiele vor allem. Bei manchen Roblox-Spielen, die von Anfang an gemacht wurden, gibt es zum Beispiel keine 6 Spiele, okay? Also, ja, dann lasst uns mal gucken, ob wir das hinbekommen können, ohne den Cookie zu zerstören. Denn hier geht es darum, dass wir einen Cookie ausschneiden müssen, aus einem anderen Cookie, eine Vorhaube ausschneiden müssen und die darf nicht kaputt gehen. Wenn sie kaputt geht, werden wir sterben. Okay, wir haben den Kreis bekommen. Sollte machbar sein. Okay. Ja, das sollte machbar sein, oder? Ja, komm. Das ist machbar. Auch wenn es ein bisschen entweder slack oder das ist normal. Ich weiß auch nicht, was hier geschieht. Okay, das funktioniert anscheinend. Wir dürfen halt nur nicht den Cookie berühren. Also, es ist echt einfach, oder? Okay, ich hab's geschafft. Wir haben aber... Wie sind die anderen gestorben, bitte? Das verstehe ich nicht. Also, die müssen wirklich mit dem Handy spielen oder so, weil das ist echt einfach. Ihr könnt sehen, die werden einfach eiskalt erschossen. Also, die Leute, die es nicht schaffen, werden eine Kugel in den Kopf bekommen, Leute. Ich wollte es nur anmerken. Kongratulation an die Gewinner. Ja, an die Leute, die nicht gewonnen haben, die sind ja auch tot. Ihr habt alle durch diese Runde geschafft. Yay! Episch, episch, episch! Okay, und da sammelt sich auch schon das ganze Geld. Wie viel hat sich denn gesammelt jetzt? Seht ihr? Es hat die Sounds, alles, die Musik im Hintergrund, also alles. 11.000, nicht schlecht. Also alles ist halt einfach so wie in der Serie. Das ist echt geil. Oh, wir müssen jetzt Teams gründen. Ich gehe zu dem hier. Zu Spider-Man. Ich gehe zu denen hier. Okay, wollen wir zu dritt bleiben? Komm schon. Die Frauen dürfen wir nicht haben, weil das Ding ist, wir spielen jetzt Seilziehen und das wird jetzt ein bisschen gefährlich. Oh, jetzt müssen wir aber erstmal die Nacht überleben, so wie es aussieht, weil jetzt wird es dunkel. Ihr kennt ja, das ist ja auch ein Teil des Spiels, dass es dunkel wird und sich jeder abschlachten kann. Wir können hier nicht auf die Betten gehen. Wollt ihr mich verarschen? Verkacken, ja genau. Wollt ihr mich verkacken, Leute? Wollt ihr das? Du wirst ein Messer bekommen, keine Regeln. Ja, das ist ein sehr faires Spiel auf jeden Fall. Okay, wir haben Messer. Soll ich hier mal töten aus Spaß? Lass mal auf die Frau gehen hier. Die Frau hier, die Frau. Oh mein Gott, das Spiel ist so gut gemacht, ne? Das Spiel ist so gut gemacht. Laufender Leben, laufender Leben, Frau. Komm schon, laufender Leben, Frau. Oh Gott, der Typ will die Frau beschützen. Finde ich nicht so geil, dass er sie beschützen will. Das ist nur eine Frau. Ich glaube, hier wird niemand sterben, tatsächlich. Oh mein Gott. Scheiße, die Frauen haben sich auch gegen mich gewendet. Oh mein Gott, ich sterbe. Entspannt euch, Frauen, entspannt euch. Ja, hab's nicht so gemeint, okay? Warte, die eine. Da, ich seh dich. Ich seh dich. Ich pack das Messer weg. Ich pack das Messer weg. Oh mein Gott, die Frau will mich immer noch attackieren. Scheiße. Lass uns hier Ruhe. Oh mein Gott. 15 Sekunden noch, dann haben wir es geschafft. Ich würde gerne auf so ein Bett hier gehen. Das geht sogar. Man kann hier auf das Bett gehen. Das ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Also hier ist man meistens sicher. Das nächste Spiel ist Seilziehen. Alter, was ist mit dem geschehen? Ist der tot? Ich glaube, der ist gestorben bei dem Gefecht. Mein Beileid, Bruder. Mein Beileid. Okay, hier sind wir jetzt bei Tag of War Seilziehen. Okay, wie funktioniert das hier aber? Ich meine, soll ich ja was klicken oder wie funktioniert das hier? Das frage ich mich gerade. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir haben leider viele Frauen in unserem Team, das ist nicht so gut. Lass mal sehen. Klick, 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 klick. Achso, wir müssen schnell klicken einfach. Aber warte, gewinnen wir gerade? Nein. Wir gewinnen gerade, glaube ich, oder? Ich glaube, auf dem Handy geht es sogar noch schnell. Wir haben gewonnen. Ach du Kacke, die Hälfte ist gestorben einfach mal. Alter, ich habe die besten Frauen ever in meinem Team. Ey, let's go. Die stärksten Frauen vor allem. Oder die, die einfach noch am schnellsten tippen konnten. Das kann auch sein. Ja, es ist zur nächsten Runde geschafft. Okay, nice. Und mehr Geld sammelt sich. Hey, für jeden Toten sammelt sich mehr Geld. Und das Ding ist, anscheinend können zum Schluss auch mehrere überleben. Also es ist nicht so, dass nur einer überlebt, sondern mehrere Leute können zum Schluss überleben. Ich frage mich, was da passiert. Ich glaube, die teilen sich das Geld. Vielleicht sehen wir das in Season 2, wo die quasi zwei Leute überleben vielleicht. Und die müssen sich dann das Geld teilen. Also das würde mich interessieren. Oh nee, Marvel, so ein Zufallsspiel. Ich hoffe, das wird hier kein Glück sein. Das wäre sonst blöd. Ich hoffe, das wird hier Skill sein. Bei manchen Spielen ist halt Glück. Ist im, also Marvel, also das, was jetzt kommt, das Spiel mit den Murmeln, ist in der Serie eigentlich kein Glück. Es sei denn, man rät, was der andere in der Hand hat. Dann ist es Glück. Aber wenn es jetzt, man kann ja auch andere Spiele spielen, wie werfen. Wer hat die Murmel am Nasen an der Wand oder irgendwie sowas in der Art. Dann ist es kein Glück mehr. Aber sonst ist es Glück. Oh nee. Hä? Das kommt vor den Murmeln? Ach so, das kam vor den Murmeln. Echt jetzt? Kamen nicht Murmeln davor? Doch, eigentlich schon. Vielleicht haben wir es weggelassen hier aus irgendeinem Grund. Okay, wir sollen es rüber schaffen. Aber wie soll das funktionieren? Ich meine, kann man hier vorher irgendwas machen oder... Hm, also eine Seite ist kaputt, eine andere Seite nicht. Wenn wir die Seite, die kaputt ist, nehmen, dann fallen wir in die Tiefe und sterben. Also ich weiß nicht genau, ob es hier irgendeinen Trick gibt, um hier
hier zu gewinnen. Okay, gibt es hier irgendeinen Trick? Wir haben 118 Sekunden. Das heißt, wenn keiner springt, ist das das Problem. Also, wie machen wir das denn? Ich würde einmal gerne springen, einmal zurückspringen, aber ich habe Angst. Ich werde noch warten. Einer muss ja springen, weil das Ding ist, wenn keiner springt, dann... Ja? Okay, das funktioniert. Okay, also funktioniert das, die Technik. Okay, ich sehe schon. Die Technik funktioniert. Oh mein Gott. Die Technik funktioniert, Leute. So und dann nach rechts. Ich lebe noch. Nicht mehr. Ich kam da nicht mehr zurück. Ich bin tot. Sag mal, kann ich mich wiederbeleben bei dem Spiel, bitte? Bitte, ich kann mich wiederbeleben, bitte. Oh mein Gott, kann ich Robux zahlen? Nein! Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde das Video von euch stehen lassen. Wir hatten schon ein Highlight mit der Puppe. Ich werde beim nächsten Mal probieren, das Spiel, alle Spiele zu gewinnen. Also, schlag den Like-Button, blau abonnieren, kostenlos, aktiviere die Glocke und bis zum nächsten Video. Bye!